Hallo und herzlich willkommen zu Hausflipper. Dieses Spiel rotiert bei mir auf dem YouTube-Kanal täglich um 13 Uhr mit anderen Spielen. Ich wünsche dir bei der Folge von heute viel Spaß. Wir stehen hier wieder in unserem Büro. Ja, letztes Mal haben wir ja eine ganz kleine Gartenarbeit halt nur machen müssen. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal, bevor wir jetzt zum nächsten Auftrag gehen, hier noch ein ganz kleines Stück mit unserem Zimmer weiter. Wirklich nicht viel, sondern ich möchte einfach nur mal hier an die Wand schon mal ein kleines Bild hängen, was hier auch ja in das Zimmer so hinpasst, von den Farben her. Da würde mir das hier ganz gut gefallen. So, das gibt es dann auch in verschiedenen Größen. Und wir könnten bei dem Rahmen noch eine Farbe anpassen. Guck mal hier. Entweder in dieser Größe. Oder wenn man das eine Nummer größer nimmt. Oh ja. Und mit der Farbe, wenn wir das in Schwarz nehmen. Weil hier bei dem Teppich ist ja auch so, sind ja auch so dunkle Streifen mit dran. Würde das vielleicht sogar ganz gut zu passen. Ich hänge das einmal hin. So. Ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut. So. Und da wir ja so ein Büro sind und hier sitzen ja dann die Kunden, weil ich schiebe das mal noch ein Stück hier hin. So, ich glaube, das ist so mehr in der Mitte. Weil wir ja hier im Büro sind, möchte ich hier für die Kunden noch so gerne so Unterlagen, also so Prospekte oder so hinlegen, damit die sich unser Portfolio so ein bisschen angucken können. Und da gucke ich dann mal auch wieder bei Dekoration. Keine Sorge, das Video geht gleich weiter. Alles, was ich hier für dich mache, ist, damit du vom Alltag etwas abschalten kannst. Wenn dir das gefällt, dann belohne mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo und betätige für dich die Glocke, damit du nichts verpasst. Und um hier das komplette Let's Play zu sehen, bekommst du jetzt eine Info oben in der Ecke. Jetzt ist nur die Frage, wo findet man das jetzt am besten? Deckendekoration? Gemälde, hängende Dekoration? Ich guck mal eben hier so ein bisschen durch. Weil ich weiß, dass es hier irgendwie sowas gibt. Das sieht so aus wie so ein Zeitungsständer oder so. Hier sehe ich das aber gerade nicht. Kamine, Pflanzen, Spiegel, stehende Dekoration. Hier sehe ich das jetzt aber auch so nicht. Könnte man da irgendwie... Moment, wenn man hier mal zu... Zubehör... Badezimmer, Behälter, Büro. Hier, genau. Sowas hier meine ich. Und wenn man das hier, nur mit einer anderen Farbe, so in Weiß vielleicht, dann können wir hier die Zettel ein bisschen bunt machen. So, für unsere Prospekte. Machen wir hier mal noch. So. Hier gucke ich nochmal bei der Farbe ganz. Aber ich glaube, das würde ich tatsächlich in Weiß nehmen. Und dann hier so hinhängen.
so, dass die Kunden sich dann hier, wenn die hier sitzen und vielleicht darauf warten, weil wir hier noch was machen, dass die sich dann hier einfach schon mal so, ja, Prospekte, Portfolio von unseren Arbeiten und so angucken können. Genau. Und hier auf dem Tisch würde ich dann auch ein kleines Blümchen oder so draufstellen. Da müssen wir dann auch noch mal Zubehör. Und dann, nee, hier finden wir das nicht. Dekoration. Gibt es hier einfach irgendwo, wo man einfach nur Deckendekoration, Gemälde hängt? Pflanzen, genau. Und hier jetzt eine kleine Pflanze für den Tisch. So klein. Einfach irgendwie. Wohnwände? Nee, das ist was komplett anderes. Schau mal eben hier so ein bisschen durch, aber so das, was ich eigentlich suche, finde ich gerade noch nicht. Die hier, die könnten wir eigentlich hier für die Fenster nehmen, mit der Farbe von Wand und mit Wand und Teppich irgendwie so. Aber die passen hier nicht hin, ne? Sind zu groß. Da waren ja noch die kleineren. Da war die hier. Das sind die, die wir gerade hatten. Und hier gibt es die noch mal eine Nummer kleiner. So. Ah, ich lasse das mal so hier. So. Und die müssten jetzt aber eigentlich auch hier hinpassen. Oder passen die auch nicht? Oh, da hängt da irgendwo... Hätte ich hier wirklich gerne am Fenster so ein bisschen stehen. Aber die wollen nicht. Die wollen hier einfach nicht hin. Gibt es die vielleicht noch kleiner? Aber ich glaube nicht. Nee. Naja, dann lassen wir das jetzt erstmal. Gehe jetzt hier alles nochmal durch, aber hier sind dann auch die ganz, ganz großen Pflanzen einfach nur dabei. Hier die Wohnwände. Ja, weil ich würde jetzt gerne auch noch einen Auftrag machen. Und um den Rest können wir uns ja dann immer noch kümmern. Also unser Zimmer läuft ja nicht weg. So, nee, ich finde das jetzt so nicht. Ich denke, das machen wir dann alles ein andermal, damit wir jetzt zu unserem nächsten Auftrag kommen. Weil dann haben wir das auch geschafft. Ein Auftrag nur noch und wir können hier dann schon mal die ersten... Also alles außer dieses Luxury-Flipper haben wir dann die anderen DLCs auch alle freigeschaltet. So, letztes Mal haben wir einen Gartenauftrag gemacht. Und heute werden wir einfach ja hier einen normalen Auftrag machen. Wir machen das hier von der Amanda Johnson, betreff Amarantrote Wände. Bonjour. Ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gern einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen, können Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren. So, da sind wir angekommen bei dem Haus von der Amanda Jones. Wir haben hier tatsächlich nur in einem Zimmer etwas zu tun.
im Wohnzimmer mit Küchennische. Wir sollen 2 Steckdosen reparieren und die Wände in Grau und Amarantrot streichen. Na, dann schauen wir doch mal. Ich guck mal eben, ob wir noch irgendeine Verbesserung... Manchmal zeigt er mir das hier gar nicht an, wenn wir zum Beispiel bei Verhandlungen uns verbessern können. Und dann mache ich mal hier die Aufträge, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld für die Aufträge bekommen. So. Gut, dann schauen wir uns hier mal das Häuschen an. Ich denke mal, das hier ist das Wohnzimmer, wo wir hingehen sollen. Hier haben wir ein Badezimmer. Wir gucken uns das einfach mal an. Auch wenn wir hier nichts machen müssen. Oh, hier ist irgendwie ein Jugendzimmer oder so. Ich mache hier einfach überall mal Licht an. Für die Fotos hinterher. Das hier ist ja süß mit den Teddys. So. Genau, weil ich weiß immer, manchmal machen die auch Vorher-Nachher-Bilder bei Räumen, die wir gar nicht gemacht haben. Und ich mag es dann halt, wenn alles schön dann hell auf den Bildern zu sehen ist. So, hier können wir Nachttischlampen anmachen. Ja, hübsch eingerichtet ist es hier auf jeden Fall. So. Jetzt aber zu unserem Auftrag. Der ist nämlich hier in diesem Raum. So, wo haben wir denn hier? Hier scheint eine kaputte Steckdose zu stecken. Und hier. Da müssen wir hier auch noch einmal die Möbel verrücken. Und da ist eine Steckdose. Dann machen wir das einmal. Zum Glück ist das hier in dem Spiel so, wenn man jetzt gleich die Kabel da anschließt, dass das Spiel automatisch die Kabel richtig anordnet, weil ich hätte überhaupt gar keine Ahnung davon, welches Kabel wo reinkommt. Ich weiß nur, dass ein Kabel davon die Erdung ist und ich wüsste aber überhaupt nicht, wo, wie und wohin damit. So. Dann alles wieder angeschlossen. Schräubchen noch rein. Dann haben wir die erste Steckdose schon mal wieder repariert. Dann können wir hier den Schrank auch wieder hinstellen. So, komm her, Schrank. Ach, herrje, wie ist das denn jetzt? Weil wir jetzt die Steckdose repariert haben, können wir den Schrank da hinten nicht mehr richtig ranstellen. Das ist ja alles andere als schön jetzt. Der würde jetzt so vorstehen. So müssten wir jetzt den Schrank hinstellen, dass er hier hinten von der Wand so weit absteht. Das ist ja irgendwie total blöd gemacht. Ich stelle mal den Schrank hier hin. Wir haben ja hier noch eine Steckdose. So, ich stelle hier mal... Ja, geht nicht. Der ist zu groß. Wir reparieren hier jetzt erstmal diese Steckdose. Da ist sie. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten lösen, damit die Möbel jetzt nicht so weit von der Wand abstehen müssen. Das ist ja... Ich meine, da war ja vorher auch eine Steckdose und das konnte man bis hinten ranziehen. Ach je, dieses Spiel... So, erstmal hier Steckdose repariert. Schräubchen wieder reingedreht. So, Deckel drauf. Und die letzte Schraube. So, ist das jetzt hier genauso? Wenn ich jetzt diesen Schrank hier hinstellen wollen würde. Ja, tatsächlich. Hier könnte ich ihn hinten ranstellen. Hier bei der Steckdose will er es nicht. Das lösen wir jetzt gerade mal alles irgendwie anders. Der Herd. Hier
Wenn wir hier so den Herd hinstellen. Boah, das sieht ja auch blöd aus, ne? Der Kühlschrank. Den Kühlschrank mal hier hingestellt. Wie weit können wir jetzt da weg von der Wand? Ah, jetzt ist da dieses Ding da oben im Weg. Moment. So, das hängen wir mal kurz hier hin. So, der Kühlschrank. Der muss dann so weit wegstehen. So. Ah, dann steht da halt hinten bei der Wand etwas ab, aber das finde ich jetzt beim Kühlschrank auch tatsächlich gar nicht so schlimm, weil er ja sowieso hinten sein Dingens da hat. So, dann stellen wir hier das hin. Verrücken wir hier mal so ein bisschen die Möbel. Haben wir hier noch das hier, das hier. So, dann kommt das da hinten in die Ecke hin. Und der Herd steht jetzt so dämlich hier ab. Oh. Nicht. Aber anders kriegen wir das leider nicht hin. Der Herd muss hier jetzt so ein bisschen abstehen. Naja, ist halt so. Da müssen die Kunden selber gucken, was sie da machen. So, das hier, das stellen wir mal in die Mitte. Das auf den Tisch, den Stuhl, den stellen wir mal noch ein bisschen gerade hin. Damit die Leute auch sehen, dass wir uns hier um ihre Wohnung wirklich gekümmert haben. So, jetzt können wir den wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr ranstellen. So. Die hier sitzen aber ganz schön eng an die Wand rangequetscht. Naja, aber das müssen die selber wissen. So, unser Auftrag ist es jetzt nämlich einfach nur noch, das Zimmer zu streichen. Und zwar brauchen wir da die Farbe Amarantrot. Sollen wir gleich L nehmen, weil ich weiß nicht, wie viel Farbe wir brauchen werden. Und wir brauchen Grau. So, jetzt ist halt nur die Sache... Schaut euch mal die Farbe vom Sofa an und schaut euch mal die Wandfarbe an. Ich mache mal hier zwei Bahnen. Meiner Meinung nach passt das absolut überhaupt nicht zusammen. Ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich diese Wand hier komplett grau streiche. So, und dann gucken wir mal, wie wir das irgendwie mit diesem Amarantrot verbinden können in diesem Zimmer. Aber auf jeden Fall nicht an dieser Wand, wo das Sofa dran steht. So. Ja, Farbe ist schon wieder aufgebraucht. Wird auch langsam Zeit, dass wir mal unser Farbdingens hier ein bisschen geskillt bekommen. Damit wir hier dann auch ein bisschen schneller immer vorankommen. So. Dann haben wir das schon mal. Hier hinten. Ah, jetzt hätte ich beinahe die Decke gestrichen. Da muss man dann auch manchmal aufpassen. So, da ist die Farbe auch schon wieder leer. So.
Ja, bei den Fenstern gucke ich dann, ob ich das weiß lasse. Oder ob wir dann auch mit Grau arbeiten. Ich glaube, ich darf hier den Kühlschrank nochmal wegstellen. Da einmal hingepackt. So, sonst kommen wir nämlich hier nicht ran. Können wir den Kühlschrank wieder an seinen Platz stellen. So. So. Ach komm. Jetzt will er da nicht mehr hin, oder was? Oh, das ist hier zum Verrücktwerden mit dem Spiel. Moment. Jetzt will er so weit vorstehen. Naja, wie auch immer. Mach das halt so, Spiel. Mach es halt so. Ja. Jetzt haben wir diese Wand in Grau. Ich werde das mal so machen. Ich werde mal diese Wand hier mit diesem Amarantrot streichen. Weil ich glaube so, das ist die einzige Wand, bei der ich das irgendwie sinnvoll finde. So annähernd. So, hier bei dem S-Bereich. Und den Rest jetzt wieder grau. Obwohl das Zimmer dann ganz schön dunkel wird. Aber das ist halt Kundenwunsch. Was soll ich da machen, ne? Genau, wie ich die Möbel halt nicht vernünftig hinstellen kann, nachdem ich da irgendwas reparieren musste. So. So, wie sieht das jetzt hier so aus? Sieht auch irgendwie... Ja, sieht irgendwie nicht so wirklich schön aus. Hier noch den Streifen. Ich habe mal noch eine Idee. Wenn wir hier jetzt so dann müssen wir hier noch einen Streifen in Amarantrot machen. Wenn wir das so machen. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Nicht so ganz, irgendwie. Moment, ich mache das mal noch ein bisschen anders. So. Moment, wo bin ich jetzt? So. Nee, das war falsch. Ich hätte hier streichen müssen. Dann machen wir das hier nochmal. Dann brauche ich noch einen Streifen Amarantrot. Warte mal. So. Hier. So. Ja, so gefällt mir das, glaube ich, irgendwie am besten. Für diese Wand hier. Damit der Essbereich dann nochmal so ein bisschen abgehoben wird. Und den Rest machen wir hier erstmal wieder grau. So. Ich glaube, hier müssen wir nochmal ein bisschen drüber streichen. Der hat die Farbe nicht komplett angenommen. Hier. So. Und die... Na, hat nicht ganz gereicht. Okay. So, dann über dem Fenster nicht vergessen. So.
Und dann holen wir nochmal neue Farbe und streichen hier auch nochmal hinter dem Kühlschrank. So, die Fenster, die lasse ich weiß, weil ich finde, wenn wir die jetzt auch noch grau machen würden, würde das irgendwie, der Raum wirkt durch die dunkle Farbe sowieso schon so dunkel. So wirken die Fenster wenigstens etwas weiter. Und wenn wir die jetzt rot machen würden, das würde komplett komisch aussehen. So, jetzt haben wir hier noch eine Wand. Vielleicht können wir hier beim Fernsehen auch noch mal so ein paar rote Akzente reinbringen. Oh, wir haben eine Fähigkeit bekommen. Ich streiche erstmal hier beim Fernsehen die Wand zu rot. So. Den Rest wieder grau. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier dann auch noch mal ein paar Streifen reinbringen. Damit das dann auch wieder zur anderen Wand passt. So. Hier ein Streifen. So. So in etwa. Ist dann mit Sicherheit nicht unser schönstes Werk, was wir jemals gemacht haben oder machen werden. Aber die Farben sind halt auch eigenartig. Ja, machen wir mal das Licht an hier. Ja, das ärgert mich und das ärgert mich, aber das können wir halt nicht ändern. Vielleicht wollen die Kunden das so haben, dass sie auch kontrollieren können, ob wir mit den Steckdosen alles richtig gemacht haben. Die Farben können wir dann nochmal verkaufen. Ja, und ich würde sagen, wir sind mit dem Auftrag fertig und schauen uns die Vorher-Nachher-Bilder einmal an. Wir haben den Auftrag zu 100% erledigt und 1.169,70 Euro bekommen. Das war heute die Folge mit Hausflipper. Ich hoffe, du hattest Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.